Ja, wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich habe eine ganz kurze Frage an euch für all diejenigen, die auch Videos auf YouTube hochladen. Ich glaube, ich habe das mit den Urheberrechten nicht so ganz verstanden. Die einen oder anderen, die da auch schon mal ein Problem mit hatten, die wissen nicht, wie das abläuft. Man lädt ein Video hoch und dann wird das direkt überprüft von den Upload-Filtern. Und wenn ein urheberrechtlich geschütztes Material in euren Videos auftaucht, dann wird das Video erst gar nicht veröffentlicht oder nur eingeschränkt veröffentlicht. Eingeschränkt natürlich dann in der Monetarisierungsoption. Bei mir ist es nun so, dass die Musik von meinem Outro urheberrechtlich geschützt sei. Passt auf, ich komme darauf gerade überhaupt gar nicht klar und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Und ich habe auch überhaupt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen eigentlich. Okay, also das Video wird nicht grundsätzlich gleich gesperrt. Nein, nein. In meinem Fall ist es jetzt so, dass das gesamte Video nicht monetarisiert werden kann. Beziehungsweise nicht von mir. Es wird schon monetarisiert. Nur geht das Geld dann an den eigentlichen Urheber. Auch wenn eigentlich nur ein kleiner Teil von eurem Video urheberrechtlich geschütztes Material enthält. Selbst dann gehen die Werbeeinnahmen aus dem gesamten Video an den Urheber des Teils, den ihr halt kopiert habt. Unabhängig davon, ich wollte euch das echt erklären, weil es ist einfach eine Riesensauerei, wie manchmal mit den Urheberrechten hier auf YouTube umgegangen wird. Und das ist auch nicht das erste Mal. Es geht um die Musik in meinem Outro. Was soll ich denn sonst für Probleme haben? Ich benutze ja sonst wirklich nur eigenen Content. Aber das Intro hat mein Zuschauer gemacht, beziehungsweise das Outro, das Intro habe ich inzwischen rausgenommen, weil viele halt immer ein Problem damit haben, wenn ich nicht sofort losquatsche und euch unterhalte. Daher nur noch das Outro. Finde ich schön. Da kommen die Einblendungen. Ich mein letztes Video, Videoempfehlungen etc. Die Musik finde ich richtig delicious. Passt einfach super atmosphärisch. Den gesamten Titel kann man sich bei YouTube anhören. Ich kann den euch auch mal verlinken. Ich wurde so oft danach gefragt. Und ja, das ist ein frei verfügbarer Titel. Die Musik wurde 2017 hochgeladen und es steht auch explizit in der Überschrift von dem Video. Diese Musik kann jeder verwenden, der lustig ist. Und das ist dann auch unter einer entsprechenden Lizenz hochgeladen worden. Es gibt verschiedene Lizenztypen, auch hier bei YouTube. Und da kann man auch irgendwas auswählen, was da heißt. Leute, macht was ihr wollt. Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin Kumpel. Ich gönne Musik in dem Falle. Und jetzt natürlich die Frage, ja, aber wie kann das dann sein, dass wenn ich jetzt diese Musik und nur einen kleinen Teil davon verwende, dass jetzt der YouTube-Filter halt anspringt und sagt, das wäre geklaut. Passt auf, da hat jemand die gleiche Musik genommen wie ich, hat die runtergeladen und hat die neu hochgeladen und hat ein Copyright drauf gemacht. Das ist jetzt erst seit kurzem, ne, seit ein paar Tagen. Wenn ich jetzt ein Video hochlade und im Video kommt am Ende halt das Outro mit dieser Musik, dann bekomme ich direkt nach dem Upload den Hinweis, dass ich urheberrechtlich geschütztes Material verwendet habe. Ich kann das Video monetarisieren, das ist kein Problem. Aber das Geld fließt an den angeblichen Rechteinhaber, der es aber nicht ist. Die Titel gibt's ja beide noch. Einmal das frei verfügbare von 2017 und dann eben dieses angeblich geschützte. Das wurde erst vor ein paar Monaten hochgeladen. Ja, und der kassiert natürlich dann meine Kohle mit Musik, die er ja selbst auch bloß geklaut hat. Das ist zumindest im Moment mein Verständnis. Ich hoffe, ihr könnt mich da vielleicht aufklären. Kann man einfach frei lizenzierte, es ist ja lizenziert die Musik, aber unter einer Lizenz, die halt irgendwie besagt, kann halt jeder nutzen. Steht wie gesagt auch explizit im Titel, in der Videobeschreibung, überall. Sie sagt, Leute, nutzt die Musik für eure Projekte, auch kommerziell, habe ich kein Problem. Und genau das habe ich letztes Jahr schon mal gehabt. Ihr seht ja auch, wer Anspruch darauf erhebt. Also Titel, welchen ihr halt angeblich kopiert habt und dann eben der angebliche Urheber. Und das habe ich dann letztes Jahr dann auch recherchiert und habe das Video dann auch gefunden. Und da stand in den Kommentaren genau das, was ich halt erlebt hatte. Nämlich, dass Leute da eben Copyright-Verletzungen bekommen für Musik, die ja eigentlich frei verfügbar ist. Das Video wurde inzwischen gelöscht. Was jetzt den aktuellen Fall angeht, habe ich das Video auch gefunden. Da sind aber die Kommentare deaktiviert. Aber ich würde mal vermuten, dass halt jetzt auch andere diese Probleme haben. Da kann man natürlich Einspruch erheben. Das ist ja wie so ein Fall, den man bei eBay eröffnet. Kann man Einspruch erheben und kann das dann halt begründen. Kann man halt sagen, okay, welche Lizenz das ist, ob man Nutzungsrechte gekauft hat, etc. etc. Ich habe dann halt angehakt, dass es frei verfügbare, verwendbare Musik ist. Und da habe ich dann auch noch einen Kommentar geschrieben, das geht. Und da habe ich dann den Original-Link zur Originalmusik reingeschrieben und dass diese halt frei verwendbar wäre unter der Lizenz so und so. Das geht jetzt aber nicht an den YouTube-Kundenservice. Diese Nachricht geht an denjenigen, der eben Einspruch erhoben hat. Und der hat dann seinen Anspruch zurückgezogen und ich konnte die Musik für dieses eine Video verwenden. Ich denke, ihr wisst schon, was jetzt passiert. Ich bekomme diesen Copyright-Verstoß jetzt bei jedem Video und muss technisch gesehen jetzt in jedem Video diesen Einspruch machen. Und der angebliche Rechteinhaber, der es halt lediglich behauptet, hat dann 30 Tage Zeit darauf zu reagieren. Und das scheint bisher ein Endlosspiel zu sein. Bei meinem letzten Video hat er noch nicht reagiert. Kann auch sein, dass er sich jetzt noch ein paar Wochen Zeit lässt. Wenn er gar nicht darauf reagiert, dann wird der Einspruch zu meinen Gunsten dann halt vom YouTube-Kundenservice stattgegeben. Aber auch nur, damit dann bei allen nächsten Videos wieder dann dieser angebliche Copyright-Verstoß kommt. Und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Das ist halt ein Endlosspiel. Letztendlich zermürbt er mich damit. Und ich habe jetzt bereits im letzten Video habe ich eine andere Musik verwendet, eben direkt aus der YouTube-Datenbank. In der Hoffnung allerdings, nur in der Hoffnung, dass nicht auch jemand das aus der YouTube-Datenbank mal runterlädt, dann wieder hochlädt
und dann einfach sagt, jetzt hier Copyright, ne? Es ist jetzt meins, beanspruche ich jetzt für mich, es ist jetzt mein geistiges Eigentum. Und dann bekommen auch alle, die diese Musik verwenden, dann halt einen Strike und der sammelt dann halt die Kohle aus all diesen Videos, ohne irgendwas gemacht zu haben. Also entweder das ist ein Geschäftsmodell oder derjenige, keine Ahnung, weiß gar nicht, was er da tut, kennt sich mit den ganzen Lizenzen überhaupt nicht aus und es ist nur ein Versehen. Weiß nicht, wie der jetzt auch auf meinen aktuellen Einspruch reagiert. Wie gesagt, bisher hat er nicht reagiert. Vorher hat er das noch am gleichen Tag seinen Einspruch zurückgezogen. Zurückgezogen, Anführungsstrichen. Der Einspruch passiert ja automatisch. Das ist ja eigentlich eine Funktion von YouTube, um eben zu verhindern, dass irgendwelche Leute euren Content klauen und wieder hochladen. Natürlich passiert das trotzdem, weil diejenigen, die das ja tatsächlich machen, die pitchen den Sound ein bisschen hoch. Das Video ist dann halt einfach spiegelverkehrt und schon erkennt der YouTube-Algorithmus das nicht mehr, beziehungsweise der YouTube-Filter. Also wie gesagt, entweder weiß derjenige das nicht oder das ist irgendwie eine Masche, auf YouTube Geld zu verdienen. Wenn ihr Erfahrung damit habt, noch wie man damit umgeht, ich muss mal jetzt schauen, ob ich inwiefern man halt mit dem YouTube-Kundenservice der Kontakt aufnehmen kann. Ich habe mega viel zu tun. Ihr glaubt es gar nicht, aber wenn man halt Creator ist, hat man ständig wirklich solche Kleinigkeiten, die einem aufhalten, richtig zu arbeiten. Alles mögliche, ihr habt echt keine Vorstellung. Es geht von Hundertstel ins Tausendste manchmal, weil man ja auch viele Fälle nur einmalig hat, das was nur einmalig vorkommt, ne, bis hin zu den brisanten Fällen, dass man halt abgemahnt wird, da muss man sich auch erst mit beschäftigen und das mit den ganzen Copyright ist ja auch ein ganzes Universum für sich rechtlich betrachtet. Ich bin auch nun mal kein Anwalt und muss mich dann jedes Mal da reinfuchsen und gucken, welche Möglichkeiten habe ich, kann ich mich jetzt zur Wehr setzen. Was ist das hier eigentlich? Versucht jemand abzuzocken? Ich glaube, letztes Jahr, der wollte auf jeden Fall abzocken, weil ich war offensichtlich nicht der Einzige, der da einen entsprechenden Verstoß gegen das Copyright bekommen hat. Da waren viele andere dabei, wenn ich mir die Kommentare durchgelesen hatte. Das war echt heftig. Aber da bin ich dann auch damals mit einem Einspruch dann halt durchgekommen. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, ob ihr damit Erfahrungen habt. Das soll das mal gewesen sein, Freunde. Bin ein bisschen angefressen. Ihr habt es gemerkt, ich bin ein bisschen angefressen, Freunde. Ihr seid, was stresst mich? Ich habe übelst zu tun. Ich habe viel Sinnvolleres zu tun, als mich mit den Copyright-Blödsinn auseinanderzusetzen. Bis dahin. Ciao.